Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute mal wieder ein gerne genommenes Thema aus den aus den Stammtischen, sage ich jetzt mal, das man immer wieder zu Gehör bekommt, was einem immer wieder als Elektroautofahrer vorgeworfen wird oder vorgehalten wird, ist das Thema: Woher soll denn der Strom kommen für die ganzen Elektroautos? Wir brauchen ja hunderte von Kraftwerken. So, schau her. Jetzt hat es tatsächlich da mal eine Studie gegeben, ist schon ein bisschen her, zugegebenermaßen. Ich glaube, das war im Mai oder so, wo die Studie herausgekommen ist. Bin immer wieder drüber weggekommen, hier auch mal ein Video drüber zu machen, aber heute ist es mal soweit. Und man hat jetzt da mal ausgerechnet, so als Vergleich, wie viel Liter Kraftstoff, also wie viel Kilowattstunden Strom man denn benötigt, um 6 Liter Dieselkraftstoff herzustellen. Warum 6 Liter? Ganz einfach, das ist einfach die Menge, die jetzt durchschnittlich so ein Diesel auf 100 Kilometer Verbrauch hat. Und daher hat man einfach mal die 6 Liter genommen und hat dann jetzt mal die ganze Prozesskette eben beleuchtet. Und angefangen eben vom Bohren des Bohrlochs, und das ist das Interessante an dem Ganzen, was sehr, sehr viel Strom braucht. Einer der größten Posten, das glaubt man kaum, ist tatsächlich das Anfertigen des Bohrlochs für die Schürfung oder für die Förderung des Öls. Das ist ein sehr eine große Position. Das wird mit Strom gemacht. Dann natürlich den Betrieb dieser Förderstätte. Die braucht natürlich auch Strom, selbstverständlich. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass die Ölmultis, wo denn möglich, diese Förderung dann tatsächlich mit erneuerbaren Energie machen. Also nicht mehr so, wie es früher eben der Fall ist, mit ihrem eigenen produzierten Öl da Kraftwerke betreiben, sondern jetzt tatsächlich hier auch die Sonne nutzen und Windkraft nutzen, um das Öl eben zu fördern und nicht das eigenproduzierte dann auch noch zu verschwenden, was natürlich sehr positiv zu werten ist. Und dann haben wir als nächste Position auf dem Transport zum Endkunden natürlich etliche Pipelines, die auch mit einem sehr großen Energiebedarf zu Buche schlagen. Da müssen nämlich Überwachungen überall sein, da müssen überall mal wieder Pumpen, Zwischenpumpen sein. Da braucht man halt gewisse Überwachungszentren, und all dies ist auch ein sehr großer Anteil am Liter Öl, das da mit reinfließt in diese Kalkulation. Erstaunlicherweise ist das sogar mehr als wie der Strom, der benötigt wird, um diese großen Öltanker da in der Weltgeschichte umherzufahren zu lassen. Die brauchen natürlich jetzt auch Strom an Bord, aber natürlich muss das Schweröl, das da auf diesen Tankern eben ist, auch irgendwie produziert werden. Und auch für diese Produktion braucht es eben Strom. Und das muss man alles mit dazu rechnen. Wie gesagt, interessanterweise ist der Anteil da kleiner als wie die Pipelines, die Ölpipelines, die da laufen. Dann haben wir, und da hatte ich ja schon auch mal ein Video darüber gedreht, dann haben wir natürlich die Raffinerien, die dann meist vor Ort in den Ländern halt eben stattfinden. Problem ist eben, dass das Benzin und der Dieselkraftstoff eine gewisse Haltbarkeit nur haben, und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass das eigentliche Erdöl, das da transportiert wird, nicht so stark entzündlich ist und auch ein bisschen dickflüssig ist. Das ist also tatsächlich dann
einfacher, es noch nicht raffiniert zu transportieren, als wie es schon irgendwo zentral zu raffinieren. Genau, weil man muss es ja auch dann, sonst so hat man halt nur ein Produkt, was man durch die Pipelines laufen lassen müsste, und wenn man das woanders zentral irgendwo machen würde, dann müsste man ja dann für jeden beliebigen Kraftstoff, den man also eben hat, und für jedes beliebige Produkt, das aus einer Raffinerie rauskommt, ist ja nicht nur Kraftstoff, was da rauskommt, sondern auch noch andere Sachen, müsste man dann eine extra Pipeline bauen, und von daher nimmt man da das Rohöl natürlich für die Pipeline. Und da hatte ich ja schon mal in einem Video gesagt, okay, allein das Raffinieren von einem Liter Diesel oder Benzin, da habe ich ja schon 1,58 Kilowattstunden. Nur für das reine Raffinieren eben an Stromverbrauch. Das fließt also dann natürlich auch noch mit ein. Und wenn wir auf unsere 6 Liter uns das anschauen, dann müssen wir das halt natürlich mal 6 nehmen und bekommen den entsprechenden Anteil dann natürlich allein schon von den Raffinerien. Dann haben wir natürlich noch den Transport von der Raffinerie zum Endkunden. Das passiert, oder halt zur Tankstelle. Endkunde kriegt es ja nicht. Die Tankstelle kriegt natürlich erstmal das Benzin. Und da kann man natürlich auch ausrechnen, okay, das wird natürlich erstmal im Moment zumindest noch mit Diesel-LKWs gemacht. Irgendwann natürlich auch elektrisch. Dann wird das vielleicht auch wieder fallen, der Anteil da. Aber im Moment halt eben mit Dieselkraftstoff wird es betrieben. Und der impliziert ja dann auch wieder rückwirkend Strom, weil der muss ja auch wieder hergestellt werden und so weiter. Im Durchschnitt sind es also ca. 300 Kilometer, dass so ein Tanklaster dann zurückliegt, bis er an der Tankstelle quasi angekommen ist. Und, das ist das, was die Leute vergessen, er muss ja auch wieder zurückfahren. Also 150 Kilometer Radius legen die dann also schon im Durchschnitt also eben zurück. Schaut man sich jetzt so an, wo die Raffinerien überall verteilt sind in Deutschland, dann kann man sagen, ja, das haut schon hin. Ne? Und ja, zu guter Letzt natürlich auch noch die Tankstellen selber. Und das ist auch ein nicht unerheblicher Anteil. Also da sind wir natürlich auch wieder, natürlich nicht so viel wie bei der Raffinerie, aber da sind wir schon auch bei einem guten Prozentsatz an Strom, der also jetzt hat für das Betreiben der Tankstelle, da leuchtet Licht, da laufen die Pumpen, alles Mögliche, was da so an der Tankstelle eben für ja, den Betrieb des Tankens notwendig eben ist. Dann natürlich auch noch, muss man dazu rechnen, Overhead-Kosten. Also da muss ja dann einmal im Jahr muss dann der TÜV kommen oder das Eichamt kommen und muss da also die Eichung vornehmen, TÜV muss natürlich auch kommen und so weiter. Also da gibt es gewisse Sachen, die dann auch einfach mit reinspielen und alles das zusammengerechnet. Was ich jetzt aufgezählt habe, diese ganze Prozesskette, sozusagen Well to Wheel sozusagen, bringt also bei einem Diesel bei 6 Liter Verbrauch eine benötigte Strommenge von 42 Kilowattstunden. 42 Kilowattstunden, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dafür, dass man dann am Auto, naja, was hat der Liter Diesel? Ungefähr 10,x Kilowattstunden, wenn wir glücklich sind, dann sind 60 Kilowattstunden, kommen hinten raus. 42 Kilowattstunden muss ich reinstecken. Okay, ist positiv noch. Macht also schon Sinn, das erst einmal so zu tun, von der Warte her, wenn das natürlich mehr reinstecken müsste, als wie ich dann am Liter hinten rauskriege, dann passt irgendwo die Energierechnung nicht mehr, ne? Aber so passt zumindest die Energierechnung. Ich kriege noch mehr raus, als wie ich reinstecke, aber da ist noch nicht mal ein Kilometer gefahren und sind schon 42 Kilowattstunden verbraucht. Dann brauche ich ja noch mal die 60 Kilowattstunden und dann habe ich 100 Kilometer gefahren. Das heißt also, insgesamt verbraucht ein Verbrenner ca. 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und schaue ich mir jetzt halt an, wie viel Strom ich bei der Zoe brauche auf 100 Kilometer, kann auch einen Tesla nehmen, dann bin ich bei der Zoe bei 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dann bin ich beim Tesla vielleicht bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und der Vergleich, der Diesel hat 42 Kilowattstunden ohne den verbrannten Dieselbrennstoff
Das ist beim Tesla fast ein bisschen mehr wie das Doppelte. Bei der Zoe ist es fast das Dreifache an Energie, die ich reinstecken muss, an Strom, den ich reinstecken muss, um so ein Fahrzeug zu betreiben. Und jetzt wird jeder, der ein bisschen 1 und 1 zusammenzählen kann, wird sich überlegen, ja Moment mal, dann habe ich ja eigentlich einen Überschuss, wenn ich mit Elektroautos fahre, dann habe ich eigentlich genug Strom zur Verfügung. Dann sage ich ja, richtig, aber der Strom, der halt dann zur Verfügung steht, steht halt nicht lokal in Deutschland zur Verfügung. Das muss man jetzt schon sagen. Ne? Der steht auf der gesamten Prozesskette dann wieder zur Verfügung. Das heißt, global gleicht sich das locker aus. Wir haben nur noch ein Drittel des Strombedarfs für unsere Mobilität, wenn man es global betrachtet. Und von daher muss man sich halt dann einfach nur überlegen, okay, wie bildet man dann den lokalen Strombedarf, den wir dann ein bisschen mehr haben durch die Elektromobilität, wie bildet man das halt einfach dann ab auf die Prozesskette? Einen gewissen Anteil kann man natürlich dann schon im eigenen Land dann wieder produzieren, der dann wegfällt durch eben nicht mehr benötigte Raffinerien, nicht mehr benötigte Ölpipelines, nicht mehr benötigte LKW-Tanktransporte, nicht mehr benötigte Tankstellen, die vorgehalten werden müssen. All diese Sachen würden wegfallen und meiner Meinung nach würde es so drauf hinauslaufen, dass, das ist jetzt nur mein Empfinden, das ich jetzt habe, dass wir eigentlich nicht sehr viel mehr Strom brauchen. Und dafür aber andere Länder davon profitieren und weniger Strom brauchen. Das heißt also, hier könnte natürlich, ein Tesla, hier könnte natürlich Synergieeffekte entstehen und dann könnte es natürlich dann darauf hinauslaufen, dass wir halt dann den Strom, den wir mehr brauchen, eventuell von Ländern halt dann bekommen, wo es also dann weniger Strom benötigt wird. Dadurch, dass man da halt keine Bohrlöcher und so weiter mehr betreiben muss. Ja. Alles in allem, also global gesehen natürlich, wird weniger Strom benötigt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, haben wir dann, das jetzt nur rein die Mobilität betrachtet, haben wir dann natürlich auch noch eine andere Aufgabe zu machen, und zwar wir müssen unsere Wohnenergie auch noch in der elektrischen Energie abbilden. Und da bin ich aber auch der Meinung, natürlich heizen wir da teilweise mit Gas und mit Kohle, und auch hier haben wir genau ähnliche Förderketten, wo ähnliche Energieverbräuche halt eben zu sehen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Mehr an Energie, das momentan eben verbraucht wird, dass das sich mit dem, was wir dann für Heizen und für Elektromobilität brauchen, ausgleicht. Wie gesagt, Mobilität, nur noch ein Drittel der Energie notwendig, global gesehen, wenn alles umgestellt ist. Beim Heizen wird es ähnlich aussehen. Vielleicht ist es da nicht nur ein Drittel, vielleicht ist es da nur die Hälfte, aber trotzdem haben wir im Endeffekt weniger Energie, die wir brauchen in Form von Strom, als wie das, was wir verbrauchen. Oder als das, was wir jetzt im Moment verbrauchen. Und von daher sehe ich das also jetzt kein Problem. Wir müssen jetzt natürlich zuschauen, dass wir die momentanen fossilen Kraftwerke, dass wir die alle umrüsten, dass die jetzt erneuerbar werden. Das ist noch eine Mammutaufgabe, das ist klar. Aber da wird es dann irgendwann auch mal einen Zeitpunkt geben, wo wir das letzte fossile Kraftwerk vom Netz nehmen und wo es dann halt eben tatsächlich wir ein rein erneuerbares Netz eben haben. Und auch dann werden wir aber noch Raffinerien und werden wir noch ein bisschen Erdöl brauchen, aber nicht mehr, um ihn dann nutzlos eben irgendwohin zu verschleudern, sondern die Anzahl der Raffinerien und die Anzahl der Erdölförderungen, der wird signifikant einfach sinken, weil halt einfach die Nachfrage an dem Treibstoff eben nicht mehr da sein wird. Ja, so schaut's aus. Meiner Meinung nach
mit der in der Studie ermittelten Zahlen können wir es schaffen, brauchen wir global gesehen nicht mehr Kraftwerke, sondern eigentlich weniger. Und ich denke, so ist es auch global gesehen problemlos möglich, auch unsere Heizenergie zu Hause erneuerbar zu generieren und auch zu verstromen. Ja, so schaut's aus. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.